Es zeigt einen wirklich barmherzigen Polizisten. Was dieser Mann gemacht hat und warum ihn viele jetzt als St. Martin von Manhattan feiern, das sagt Ihnen unsere US-Korrespondentin Sandra Lange. Sein großes Herz hat ihn über Nacht weltberühmt gemacht. Der New Yorker Polizist Larry DiPrimo ist auf Streife, als er am Straßenrand einen Obdachlosen barfuß frieren sieht. Was er dann tut, wärmt nicht nur die Füße des Mannes, sondern die Herzen von Millionen Menschen. Ich sah auf seine Füße und sah riesige Blasen. Es war bitterkalt und ich wusste, ich muss etwas tun. Der 25-Jährige geht spontan in den nächsten Schuhladen und kauft gefütterte Winterstiefel und Thermosocken. Nicht die billigsten, sondern gute für $95. Fast so viel, wie ein Polizist am Tag verdient. Wir waren geschockt und konnten es nicht glauben, was er tat. Wir sehen hier so viele Leute, aber die Zeit, so etwas zu machen, hat sich noch keiner genommen. DiPrimo kniet nieder und zieht dem Obdachlosen die Schuhe an. Der kann sein Glück kaum fassen, so viel Nächstenliebe hat er noch nie erlebt. Er sah mich an, lächelte von Ohr zu Ohr und sagte, Gott schütze dich. Touristin Jennifer Foster schoss das Foto mit ihrem Handy und die New Yorker Polizei postete es auf ihrer Facebook-Seite. Mehr als eine 500.000 Menschen haben die Bilder angeklickt und auch viele Zeitungen feiern den barmherzigen Samariter. Nie war er größer als hier auf Knien. Dass er sich gekümmert hat, dass er seinen Dienst unterbrach, sich die Zeit nahm und das auch noch aus eigener Tasche bezahlt hat, dafür kann ich ihn gar nicht genug bewundern. Larry DiPrimo ist überwältigt vom ganzen Ruhm. Seinen neuen Spitznamen trägt er aber mit großem Stolz. Wie St. Martin mit den Armen seinen Mantel teilte, so verschenkte er Schuhe und heißt seitdem der St. Martin von Manhattan. Tolle Geschichte.